So, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Argvolution. Und ja, meine Freunde, ihr könnt mich gerade auf einem Megalodon sehen. Denn ja, viele von euch meinten erst, Karl, du musst unbedingt mal wieder ins Meer gehen. Und ja, Freunde, genau, da habt ihr recht. Deswegen dachte ich mir, wir werden einfach mal mit unserem Megalodon heute mal ein bisschen auf Tauchtour gehen. Ich habe ja vorhin auch sogar schon einen Alpha-Moser gesehen, Freunde. Von da eventuell haben wir Glück. Wer meint, dass ich mal sowieso mehr Kämpfe machen soll, gebt mal einen Daumen nach oben. Genau, einige von euch hören das auch, dass ich gerade gesundheitlich noch sehr angeschlagen bin. Ne, ich war auch ein paar Tage, ja, leider nicht aufnahmefähig, aber mittlerweile geht's mir wieder einigermaßen. Und von daher, Freunde, wird es auch wieder regelmäßig Videos geben. Und schaut euch mal das an, meine Freunde. Das sieht doch hier ziemlich, ziemlich cool aus. Hier haben wir tatsächlich einen Ammonit, ne? Die gibt's ja jetzt schon tatsächlich relativ lange in Ark, aber ich habe sie tatsächlich noch nie gesehen hier. Die kam nämlich genau in der Zeit ins Spiel, als ich Aberration gespielt habe. So, unser Megalodon, der möchte sich auch erstmal behaupten, Freunde. Ne, ihr seht schon, der kämpft hier gegen die Anglerfische. Ne? So, Freunde, das kann aber tatsächlich, ne? Er wird jeden Anglerfisch besiegen und... Oh! Aua! Okay, Freunde, was machen wir da? Na, ganz einfach, Schwertkampf. So, easy. Gut, Kado, dann komm mal mit. Oder wir kämpfen gleich den nächsten. Okay, Freunde, ja, komm mit. Wir suchen mal den Alpha, Freunde. Ja, weil der war richtig heftig. Ich glaube, der war Level, ich weiß gar nicht, 120 sogar. Level 120er Alpha-Moser. Und das, meine Freunde, wollen wir doch auf jeden Fall mal ausprobieren. Das wäre nämlich das Nonplusultra. So, ihr seht schon, hier sieht das relativ gefährlich aus. Hier auf dem Grund, hier an der Wand. Da kann man auch tatsächlich durchbuggen, wenn man aufpasst. Wenn man nicht aufpasst. So, Freunde. Ah, gut, ich würde sagen, oh, was... Genau, haha, die Wasserskorpione sind besonders nervig, gerade wenn man nur so taucht. Ne? Aber gut, Freunde, ihr seht schon, hier haben wir jetzt zwei Plesios. Gut, mal gucken, ob wir das mit den Plesios aufnehmen können, Freunde. Sollte an sich kein Problem sein. Ja, es sei denn, die Quallen kommen, dann sieht es ein bisschen schlecht aus tatsächlich. Denn die Quallen sind ein großes Problem für unseren Moser. So. Genau, aufpassen. Stamina aufladen. Und dann kann es weitergehen, Leute. Und ihr seht auch schon leider, dass der Schaden ausgestellt, wie viel Schaden wir machen. Genau, wie gesagt, der Server ist leider immer noch ein bisschen verbuggt. Vielleicht habe ich auch angeschrieben. Askalter, wie ist es denn der Server noch offline? Das liegt einfach daran, dass halt unser Serverhost das leider immer noch nicht auf die Reihe bekommen hat. Beziehungsweise sie sind da immer noch am Bearbeiten, am Beheben. Und ich habe da leider noch keine Rückmeldung. Also ich hoffe, das wird jetzt demnächst behoben, Freunde. Auf jeden Fall, genau, im nächsten Video sollte es eigentlich behoben sein, dann werde ich euch auch aber auch nochmal Bescheid sagen und natürlich auch allen, die jetzt eine ganze Woche lang leider nicht auf dem Server spielen konnten, weil es eben leider immer noch sehr verbuggt ist. Aber gut, Freunde, ihr seht schon, unser Megalodon ist sehr stark, ne, Plesios, ohne Probleme. Mit den Quallen würde ich immer aufpassen, aber wollen wir doch mal schauen, ob wir nochmal den Moser finden. Okay, Freunde, also ich finde das schon ziemlich heftig, wie unser Carlo einfach gerade ein Fisch nach dem anderen fährt. Ich mache jetzt auch die Plesios, ne? Ich dachte schon, das da wäre Carlo. Aber nein, Freunde, Carlo ist tatsächlich hier. Er hat es tatsächlich überlebt, ne? Weil ich glaube, auch durch die Server-Bugs hat er tatsächlich mehr Stärke als sonst. Ich glaube, er hat 500% Melee-Damage und gleichzeitig irgendwie 17.000 Leben, was ziemlich krass ist. Und ich weiß halt noch nicht, wenn der Server wieder einwandfrei funktioniert. Wie gesagt, wird alles resettet vor den Stand von einer Woche. Naja, also die letzte Folge, was wir dort gemacht haben, ist quasi nie passiert. Was wir jetzt machen, wird nie passiert sein, weil alles eben zurückgesetzt wird. Naja, aber ich bin mal gespannt, Freunde, wie sich das jetzt entwickelt. Guck mal, jetzt kommen noch die Zitterale. Ja, Carlo, viel Spaß. Zitterale. Plesios. Wow. Jetzt fehlt nur noch der Alpha. Ich weiß nur nicht, wo der gerade ist. Okay, komm mal zu mir. Genau, komm mal zu mir. Wir werden jetzt zum Alpha gehen. Okay, na. Stopp. Stopp. Genau, bleib stehen und... Oha, okay, Freunde. So, theoretisch können wir ihn noch töten, aber ich würde sagen, nein, Freunde. Wir werden gleich zum Alpha fortschwimmen. Wir haben schon die Hälfte unserer Leben verloren, krass. So, Freunde, ich finde es auch ziemlich krass, wie die einfach auch die Unterwasserwelt verändert haben. Und oh mein Gott, Freunde, hier sind...
Ja, okay, ein Riesentintenfisch, Plesios und dann auch noch der Moser, Freunde. Muss das jetzt alles auf einmal kommen, Freunde, ne? Wie gesagt, haben wir die Unterwasserwelt ziemlich krass verändert. Es gibt so viele Neuerungen hier, auch in der, ja, Struktur, ne, wie alles aufgebaut ist. Okay, Freunde, das sieht alles sehr schlecht aus hier für unseren Megalodon. Ne, ich meine, wir haben hier erstmal zwei Plesios, jetzt vorhin schon einige Plesios hier, erledigt. Huch. Okay, Freunde, wie gesagt, ab und zu buggt es noch ein bisschen. Genau, der Plesio ist fertig. Aber jetzt auch noch, Freunde, da unten, ihr seht ihn, den Alpha-Moser. Aber gut, Freunde, wir werden es dann einfach mal probieren. Und, okay, wir haben keine Stamina mehr eigentlich. Der macht da mal nichts, Freunde. Guck mal, der ist ganz friedlich. Als wenn nichts wäre, so, ne? Als wenn wir Freunde wären. Hey, Alpha, wir sind Freunde, oder? Oh ne, jetzt, genau, jetzt greift er an, Freunde. Guck mal, jetzt ist er aggressiv. Jetzt knabbert er uns an. Aber gut, Freunde, wir können ja auch knabbern, ne? Ich würde auch sagen, Freunde, ich werde mal am besten einfach absteigen und werde ihn seinen Kampf machen lassen. Genau, ich hoffe auch, der greift den... Ja, dürfen wir, müssen wir natürlich auf neutral setzen. Ne? Oh, greif ihn an! So, Freunde, ich bin mal gespannt, wer von denen jetzt nun gewinnt, ne? Ich meine, ich werde natürlich mitkämpfen, aber ich sag mal, so wenig Schaden, wie ich mache, wird jetzt wirklich Carlo das Rennen machen. So, ich muss natürlich jetzt auch aufpassen wegen meiner Stamina. Ich darf mich nicht zu sehr bewegen, ne, ab und zu mal ein paar Pausen einlegen, wobei das auch nicht so viel bringt. Na gut, Freunde, dort ist er. Ne? So. Okay, nein, jetzt kommen die Quallen, Freunde, das ist ganz schlecht. Ja, die Quallen suchen sich komischerweise auch nur unsere Dinosaurier aus. Ne, keine anderen. Genau, guck mal, da schwimmen sie gerade empor. Ich glaube, ich sollte lieber die Quallen töten. Ne, die sind nämlich schlimmer als der Moser. Guck mal, eine, genau, da sind sie schon, Freunde. Ne, ich verstehe das auch nicht. Was wollen die Quallen von uns? So. Okay, Freunde, dort ist der Moser. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, welches Level ist, aber ich habe vorhin eingesehen, der war Level 120. Und es könnte sein, dass es der ist. Guck mal, der, wow. Woo. Hey, Angler. Okay, Freunde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man hier diese Quallen hat und keine Stamina. Von daher müssen wir aufpassen, Freunde. So, die ist weg. Die kommt gefährlich nah. Ist aber auch weg. Wie gesagt, die kann man ziemlich leicht erledigen. Auch die lebt noch. Okay, jetzt auch nicht mehr. Super, Freunde. Da kriegt man nämlich ein bisschen Biotoxin. Kann man auch gut verwenden nachher. Wow. Ne, wie gesagt, alles, was wir jetzt gerade machen, hat eigentlich keinen Sinn. Huh. Genau, man kann eigentlich hier unter Wasser schießen, natürlich. Carlo! Carlo! Okay, Freunde, ja. Wir haben ein kleines Problem. Unser Carlo ist einfach abgehauen. Der dachte sich so, nö, Askalter. Ich bin eigentlich dann ein Beschützer, aber... Moment mal. Könnte das Carlo sein? Ja? Hä, aber... Der hat doch wohl nicht... Leute! Der hat es tatsächlich geschafft, den 120er Alpha-Moser zu besiegen. Boah, okay, da stand jetzt natürlich nicht... Ich habe es jetzt nicht oben gelesen. Ist hier auch keine Leiche? Aber Freunde, er muss es ja anscheinend geschafft haben, weil ich meine, ansonsten wäre hier ja noch der Alpha. Eine gute Frage, Freunde. Hat er es geschafft oder nicht? Ne, das könnten wir ganz leicht in seinem Inventar nachgucken, tatsächlich. Carlo. Ne, die Bestie des Servers. Und vor allem, der sieht ja noch richtig gut aus. Okay, Freunde, so. Jetzt wollen wir mal schauen. Schaut euch das an, Freunde. Er hat sehr viel Fisch hier. Er hat aber tatsächlich keine guten Items. Das heißt, ich glaube nicht, dass er den Moser besiegt hat. Na, ich meine, manchmal gibt es auch keinen Loot. Ich meine, Ark backt er und ich sehe schon, er hat schon fast sein ganzes Leben verloren. Gute Frage, Freunde. Was meint ihr? Hat er den Moser besiegt oder nicht? Das ist natürlich jetzt ein Fall für Askalter Mystery. Wenn ihr euch, ja, sicher seid, schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, er hat ihn besiegt. Kann auch sein, dass es auch angezeigt worden ist. Ne, oben, dein Megalosaurus hat den Moser besiegt. Boah, dann hätte er doch eigentlich Loot bekommen. Aber wie gesagt, Ark backt halt sehr stark rum. Ne, von daher, Freunde, weiß man da nie Bescheid. Aber gut, Freunde, das war's wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir wissen, unser Megalodon ist ziemlich, ja, sehr, sehr stark. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt auch die ganzen Server-Bugs gefixt sind und alles wieder zurückgesetzt ist. Wie es dann weitergeht, Freunde, wenn ihr da auch, ja, Wünsche habt, dürft ihr sie gerne schreiben. Und ansonsten, macht's gut und bis dann!
nächsten Mal. Wow, sieht der cool aus. Das sieht ja episch aus. Schaut euch mal diesen Megalodon an, Freunde. Hammer, den muss ich zähmen.